Microsoft Word findest du wie alle Programme unter Programme und in diesem Fall im Ordner Microsoft Office 2011. Am besten siehst du die Programme gleich in den Dock, falls sie nicht eh schon dort sind. Beim ersten Start musst du ein paar Fragen über dich ergehen lassen. Du wirst gefragt, ob du vorhandene Einstellungen verwenden möchtest, falls die bestehen. Ich wähle neue Einstellungen verwenden. Dann wirst du nach Vorname und Nachname gefragt. Du wirst gefragt, ob Office immer aktualisiert werden soll. In diesem Fall macht es wenig Sinn, weil du ja nicht Administrator bist und das Recht gar nicht hast, an der Schule jetzt ein Programm neu zu installieren oder zu aktualisieren. Und bei diesem Programm möchten wir auch nicht teilnehmen. Und jetzt klickst du auf Weiter. Und jetzt erscheint dieser Begrüßungsbildschirm, den kann man sich dann mit der Zeit auch getrost ausblenden. Du hast diesen Dokumentenkatalog. Ich wähle jetzt gleich mal eine neue leere Datei, klicke auf Auswählen und es ist bereit.